So, ich glaube, jetzt sind wir da, wo wir das letzte Mal waren und wo ich einfach mega hart verkackt habe. Okay, gut. Hier ist alles safe. Glaube ich. Mein Radar sagt... Soweit alles safe. Viel so hübsch, Mann. Ach, wundervoll. Love it. Möchte hier auch wohnen. Hätte ich kein Problem mit. Okay. Jetzt hätte ich die Infizierten aus dem einen Dings hier gebraucht. Das wäre ein bisschen cool gewesen. Oh mein Gott, geh doch darüber. Girl, Alter. Oh fuck, oh fuck. Doch darüber. Ich höre halt die ganze Zeit nur, dass mich scheinbar wer sieht, aber... Da vorne gummelt halt irgendjemand rum, aber das war's halt auch, ne? Zumindest haben wir wieder voller Energie und wissen jetzt, wo wir was finden können zur Not. Das ist ganz nice. Kam die hier raus? Ich glaube, oder? Okay, wir haben da hinten jemanden. Wir haben da einen Dude. Und ich glaube, da hinten war auch noch einer. Wenn ich die markieren könnte, wäre das halt irgendwie echt hilfreich. Ah. Oh Gott, wo sieht mich jetzt wieder wer? Da hinten, oder? Right over here. Ach, fuck. Gott, was?
Knock them off! Oh, no! We're gonna fuck you up! Ah. Hä, wo ist denn da noch wer? Ach, von da. Richtig gut. Zumindest kann ich jetzt das Health benutzen. Ach, wir fangen jetzt ja wieder hier an, ne? Dass sie jetzt da hinten rauskommen. Sehr gut. Sehr gut. Kommen wir ja anscheinend eh nicht drum herum, sie alle abzuknallen. Also von daher... getroffen? Keiner weiß es. So. Komm schon. Irgendwo lebt hier noch einer. So. Die Musik dudelt immer noch. Irgendwo ist hier noch einer. Okay. Schauen wir gleich mal da drin. Zuerst checken wir hier kurz nochmal. Dürfen wir jetzt alles anscheinend immer 5-mal machen? Sehr gut. Das haben wir jetzt endlich gebraucht. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Hier ist nichts weiter. Mädchen, lass mich durch. Ist alles voll. Okay. Okay.
Okay. Okay. Okay. Halt. Wahrscheinlich ist das das, was hier noch irgendwie so Stress macht. Sie wurde einfach einbetoniert, Mann. Das ist halt das ist ein bisschen schade. Aber wahrscheinlich habe ich sie gebuggt, weil ich die Dudes abgeballert habe und sie dann irgendwie nicht rauskamen. Das schätze ich zumindest einfach mal, dass das passierte. Aber ja, ich glaube, ich hoffe, sie muss nicht spawnen, um das Spiel weiterzuführen. Das wäre halt richtig furchtbar, wenn ich jetzt einfach so einen storykillenden Bug hätte, wo einfach gleich das Spiel nicht mehr weitergeht, weil die eine Tante nicht spawnt, sondern in der Wand festhängt. Ich kann ihr halt irgendwie 15 Mal in den Arm ballern, dann stirbt sie auch irgendwann. Aber das ist halt übelst die Verschwendung von Munition. Daher mache ich das einfach mal nicht, würde ich sagen. Aber scheint wohl weiterzugehen. Dann ist ja alles gut. Das nehmen wir nicht mit. Okay, das ist voll. Praktisch. Okay, cool. Warte. Das machen wir noch. Okay, sehr gut. Dann kurzer Check noch hier draußen, ob hier noch was ist. Aber sieht wohl soweit ganz gut aus. Auf geht's. Warte. Was soll's? Ich lasse die Vergangenheit hinter mir und blicke einfach in die Zukunft. Dina. Ja. Give me your hand. Hey, that round building. It looks like the TV station from your map. Yeah. Come on. Ich glaube, wir kommen nicht am japanischen Garten vorbei, oder? Look at you. What the fuck was that? I ran into a trap. A what? Explosive traps. Watch where you're walking. Ich sehe jetzt schon die Montage, wie ich 80 Mal in so eine scheiß Bombe reinlauf und Ellie einfach jedes Mal in 1000 Stücke explodiert. Ah, jetzt habe ich plörre Flashbacks, wie mein Pferd einfach explodierte, weil es in eine Bombe gelaufen ist. Hä, wo ist denn... Ah, da ist irgendwer. Okay, angenommen, wir sind schlau und probieren das hier und gucken mal, was passiert. Wow, okay. Okay, okay. 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 Ich dachte gerade, sie fetzen auch noch mit dem Unterkörper rum. Das wäre extrem unterhaltsam und gleichzeitig extrem gruselig. Erinnert mich...
erinnert mich ein bisschen an die Fallen aus Evil Within, die auch einfach mega scheiße waren einfach. Einer der Gründe, warum ich Evil Within einfach fucking hasse und nie wieder durchspielen möchte. Und jetzt posten alle mal ein Okay. Okay, alles gut. Holy shit, halt. Dieses Spiel ist so hübsch, Mann. Wie kann das Spiel so fucking hübsch sein, okay? Okay, schön, dass wir drüber geredet haben. Wollte ich nur mal anmerken. Where are you going? Hey, hold on a second. War kurz abgelenkt von Twitter-Drama. Oh mein Gott, hau raus. Was gibt es für Twitter-Drama? Oh Gott. Immer noch keine Scars. Noch 4 Stunden Schicht. Scheiße. Ach. Damn. Richtig erwachsen. Richtig erwachsen einfach. Direkt Video demonetarisiert. Twitch-Kanal gebannt. Ich habe keine gesehen, aber es ist schwer zu sagen. Oh, die Blumen sind hübsch. Los geht's. Oh, shit, Ellie. Als ob das nicht zu erwarten war. Hey, Mann. Lori, danke für 22 Monate Sub, Mann. Mega cool. What if she's gone by the time we get there? I don't want to think about that right now. Deutsches Schmunzel-Twitter ist einfach grausig. Was zur Hölle ist Schmunzel-Twitter? Might be a good way to deal with the hordes. Yeah, that'd be smart. But probably blow up some stragglers. We put up signs. Warning. They can't read. We'll make drawings. You know, like a foot tripping over a wire and big fire. I bet I could build them. I like you. I want it in writing. I met this guy once, friend of Joel's. Tripwired a whole town. How'd people get around? It was just him. Wait, he lived alone in an entire town? He had trust issues. That's sad. Kept him alive. It's not like you have to choose between being alive and being close to people. It's not black and white. You take a risk though, right? You take a bigger risk being alone. Like, what if he got hurt? What if he got sick? What happens if someone else gets hurt or sick? You have this added, you know, burden that puts you in a worse position. Yeah, I guess that's also true. Ah, sie haben über Bill geredet, glaube ich. Hieß er Bill? Ich glaube, er ist Bill. Das war schon ein schöner Teil vom ersten Teil, wo man in seiner Stadt war. Look. Who do you think it is? Someone who wants us to feel her love. You think she's related to the wolves? I don't know. It's kind of fucking weird.
Wer war Bill nochmal? Der Typ, der seine Stadt vermint hat. Das ist der Typ, mit dem du zusammen in der Turnhalle gegen so ein fettes Blautervieh kämpfst. Hat er sonst noch irgendwelche auszeichnenden Merkmale? Das ist der, der die ganze Zeit angepisst war? Mag mir eben wer spoilern, was mit Joel los ist. Joel wurde von Abby getötet. Und jetzt sind wir auf dem Weg, um Abby zu töten, weil sie Joel getötet hat. Also Abby und ihre Crew. Und den ersten haben wir schon gekillt. Jetzt kommt die zweite. Viv, ich hoffe, du bekommst diesen Brief. Ich habe gesehen, was passiert ist. Die WLF ist in neuer Haus eingebrochen und hat alles rausgeholt, was Jimmy gestohlen hat. Schmuck, Ausweise, Lebensmittelkarten. Er hat sich geweigert, ihre Fragen zu beantworten und immer nur gesagt, er wüsste nicht, wo alles herkommt. Ich habe versucht, mit ihnen zu reden, ihnen zu erklären, wie schwer wir es hier haben, dass die Fedra uns vergessen hat und dass wir alle Dinge tun müssen, auf die wir nicht stolz sind. Sie stehen sich zu beruhigen, aber dann haben sie ein Seraphitengebet in seiner Tasche gefunden. Wir haben versucht, sie aufzuhalten. Es tut mir so leid. Ah. Fies. These were all shot. Hey, look. It's Tommy's. Ugh. In fact, it did a number on this one. You okay? Yeah, sorry, it's just the smell. Ugh. All right. I must have taken off on foot. You good to keep going? Yeah, I'm fine. Please. Ew. Ich spiele es auf Englisch, weil ich die deutsche Synchro ass finde. Nein, ich spiele auf Englisch, weil die englische Synchro einfach unschlagbar ist. Ashley Johnson als Ellie ist einfach absoluter Boss. Troy Baker als Joel ist einfach fucking insane. Und Laura Bailey spricht auch mit, aber ich weiß nicht, wen sie spricht. Wahrscheinlich Dina? Oder? Wen spricht sie denn eigentlich? Lass mich das doch gerade mal sehen. Sie spricht Abby, okay. Halt, Laura Bailey ist einfach die Frau, die in Nia Kaine gesprochen hat. Und das war so eine göttliche Performance von ihr, okay? Und wenn die in einem Spiel zusammen sprechen, dann stellt man das Spiel nicht auf fucking Deutsch, sondern stellt man das auf Englisch und genießt, wie absolut krass geil die Dudes einfach synchronisieren. Weil sie es einfach, das ist, die halt, shit, man. Die haben halt gelebt, okay? Die synchronisieren das nicht nur, die fucking leben dieses Spiel. Und das ist halt ein Unterschied. Also, nee, halt wirklich nicht so. I don't see any wolves. No. It's not counter chickens, though. Da kann die deutsche Synchronisation halt noch so gut sein, die kommt halt nicht an die englische mit ran. Und da möchte ich halt auch. Uphill. Da trade ich nicht für. So, da höre ich mir die englische an, von Anfang bis Ende. More und bodies. Genieße, die ganze Zeit. More shot bodies.
Tommy definitely came this way. I bet he went through there. Stop. Tripwire. Ja, ist ja gut. Ich hab's gesehen. Thanks. Komm ich hier durch? Nope. All over. Probably for infected. Still. One wrong step. Yeah. Let's be careful. They've really got this area covered. Probably don't cut through here much with all this. There's that silver lining. Oh mein Gott, Rebecca, Fran und Viv und Raoul sind halt echt, die haben echt so ein Ding hier am Abgehen, ne? Rebecca, inzwischen musst du mitgekriegt haben, dass ich nicht in den Bus gestiegen bin. Ich liebe dich, aber ich kann es einfach nicht fassen, dass du dich mit diesem verdammten Faschisten zusammentust. Sie haben einen meiner Nachbarn getötet, zerrten ihn auf die Knie und erschossen ihn vor seinem eigenen Haus. Er hieß Jimmy. Ich kenne ihn, seit er 13 war. Damals habe ich ihn dabei erwischt, wie er eine Zeitschrift aus einem Laden klauen wollte. Ich war die Erste, bei der er sich geoutet hat. Er hat so ein seltsames Gebet gesprochen, bevor er starb. Ich kriege es nicht mehr aus dem Kopf. Möge der Strom ruhig sein. Möge sie mich heimführen. Ich werde erstmal zur Hütte gehen und überlegen, was ich machen soll. Ich hoffe, du kommst wieder zu Verstand und triffst mich dort. Habe ich mal die Saints Row-Reihe gestreamt, sehe ich da. Ich habe sie auf jeden Fall mal gespielt, aber gestreamt habe ich sie noch nicht. Ich glaube, fett viel bauen kann ich eigentlich auch noch nicht. Ha. 32, kann ich halt echt nicht viel mitmachen, ne? Nee, es lohnt sich alles nicht. Wie lange spiele ich noch? Also 3 Stunden Aufnahmezeit habe ich noch. So viel Zeit muss sein. Kann ich darüber hüpfen? Ich möchte es, glaube ich, nicht probieren, ehrlich gesagt. Ah, es klappt. Okay. More of this stuff. Huh. Cool, jetzt bin ich für immer hier drin gefangen. Oder? Aha, das war doch der richtige Weg. Dangerous, so dangerous. Fast wäre ich reingelaufen. Okay. Wo muss ich lang? There's a TV station. Dude! Oh God! I don't think we can get around this one. Hmm. Hang on. Oh, easy. Oh, okay. Yeah, das macht Sinn. You think someone heard that? It was pretty loud.
Keep your eyes peeled. Deswegen lagen hier so viele Flaschen rum. Okay, das macht Sinn. Richtig gut. Zielen 1x1, Alter. Wirklich? Kann ich sie einfach da reinschubsen? Anscheinend nicht. Da wackelte der Wagen. Ist aber auch nichts drin, ne? Hat mir das gerade ernsthaft Health abgezogen? Maybe Leah will come to us. Yeah. Or they might be waiting to ambush us. Need to get in there. So und so. Ah, okay, ist voll. Hm. Das finde ich ziemlich gut eigentlich. Plus das Explosive-Ding ist auch irgendwie voll. Checken wir doch gerade mal, ob wir irgendwas bauen können hier. Zum Beispiel mehr Sprengstoff. Mehr davon. Nice. Das finde ich doch gut. Okay. Jetzt können wir den ganzen Kram auch wieder mitnehmen. Dieses Spiel ist halt nichts für Horter, Alter. Boom, 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 boom. I want you in my room. Maybe we could climb up together from now until forever. So, hier. Erstmal vor der Kamera langlaufen. Oh, fuck. It's brutal. Tommy do this? Let's get inside. Warte mal. Ah, praktisch. Okay, bevor wir da reingehen, checken wir kurz nochmal, ob hier noch irgendwas ist. Immer schön gucken, ob man die ganzen Ressourcen noch irgendwie... Ah, guck mal, wir kriegen tatsächlich Pfeil und Bogen. Nee, ich glaube nicht.
wenn wir hier schon einfach 1 Milliarde Sachen looten können, heißt das eigentlich nichts Gutes. Sollen wir jetzt aus dem Fenster hüpfen? Ellie, what about that? Oh. Da ist jemand aber ganz smart. Da hat jemand einfach eine Wand aufgesprengt. Homie. This is definitely not Tommy. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Damn. Die Message ist, kommt nicht rein hier. Ew. Keep your eyes open. Ja, okay. Das, die sind definitiv sehr tot, muss ich sagen. Okay, und als nächstes in den News. Tote Leute in dem Newsroom. Aber hier ist irgendwas aufgezeichnet. Was auch immer das bedeutet. Okay, ist nur eine Flasche. Follow me. Wo ist sie? Ah, da ist sie, okay. Wie war das denn mit der Wand hier unten, die aufgesprengt wurde? Können wir da vielleicht irgendwas machen? Das wäre halt eine Map ziemlich toll. Ah, okay, die aufgesprengte Wand war halt auch komplett nutzlos. Aber auch hier wieder dieses mysteriöse Zeichen. Was halt aussieht wie Pfeil und Bogen, möchte ich mal anmerken, aber keine Ahnung, ob das Pfeil und Bogen sind. Es ist ja anscheinend definitiv irgendwas, was hier abgeht. Das heißt, hier geht es... Ah, okay, hier geht es weiter. In welcher Stadt wohne ich momentan? Hamburg. Also ich bin nicht großartig umgezogen, ich bin nur innerhalb Hamburgs in eine neue Stadt gezogen. Ja,
nicht mehr in Junkie Downtown, nein. Wir wohnen jetzt in einer normale Leute-Gegend. Macht das Sinn? Ich bin nicht nach Düsseldorf gezogen, weil Düsseldorf mir dann doch zu teuer war. Also ich hätte eine Wohnung haben können, aber für die hätte ich irgendwie das Doppelte gezahlt, für das, was ich hier gerade bezahle. Und hier, also nicht theoretisch, sondern ja, das hier war schon die bessere Wahl. Jetzt habe ich hier einfach eine Wohnung mit Garten, Alter. Und das hätte ich halt in Düsseldorf nie gehabt. Außer ich hätte ultra viel bezahlt. Und da hätte ich jetzt auch nicht so viel Bock drauf gehabt. Daher war schon die richtige Wahl, hierher zu ziehen. Die 5, Alter. Für 25% mehr Health hätte ich die jetzt echt gerne genommen. Rue, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass die Scars, die du an der Küste geschnappt hast, geredet haben sollen. Isaac soll ziemlich beeindruckt von dir gewesen sein. Ich weiß, du hast deine Zweifel, aber jetzt musst du alles geben. Zeig ihm, dass die Aktion an der Küste keine einmalige Sache war. Dann hast du schon ausgesorgt. Überleg mal, wie wenig Leute solch eine Chance bekommen. Ich bin stolz auf dich. Ha. Okay. Sehr mysteriös. Was sind die Scars, Alter? Sind das etwa die diese Zeichen, die da überall an der Wand gemalt sind? Her. Leah. You sure? Yes. Guess the universe really wanted her dead, huh? There's nothing on her. Acknowledge. Over. Dina. It's all of them. Hi, wait. That's New Jackson. Look at their fucking smiles. That's her. India en route to the TV station. Repeat, support Shit. Unit India en route. Yeah, we should get going. Na, das wird ja jetzt noch richtig lustig. Well, she's dead. How do you feel? I'm pissed we couldn't talk to her. Yeah. She didn't hurt Joel. It would have been pretty fucked up to make her talk. She traveled hundreds of miles to torture him. I don't care whether she held the club or not. I get it. You want to find somewhere to hole up? Shit. Get down. Da einfach runterspringen kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Okay.
Okay, das kriegen wir hin. Vielleicht kommen wir hier raus, ohne dass wir auch nur einen Schuss abfeuern müssen. Warte mal. Ah, guck mal. Gott. Over there. Ach, na toll. In here. Cool. Denk nicht mal dran, Mann. Fuck you, Alter. Ach, das war so klar.